Guten Morgen in alle Autos, Arguvialand. Es ist 21:06. Was haltet ihr eigentlich von diesen Fahrassistenten? Piepsen, beim Einparkieren, Tempomat, Spurhaltung. Nicht jedes Auto hat es, aber immer mehr kommt es. In Deutschland müssen ab dem Sommer neue Wege sogenannte ISA haben. Das ist so ein System, das die Strassenschilder erkennt und den Fahrer dann darauf aufmerksam macht, dass er schnell fährt. Es merkt, dass wir in einem 50er und fährt an blinken und hupen, wenn man schnell fährt. Man fragt sich schon, wird einem da gleich alles vorgeschrieben beim Autofahren und vielleicht auch überwacht? Wir haben nachgefragt bei Markus Peter vom Autogewerbeverband. Das ist sicher noch eine offene Frage, oder? Weil die Idee heute von diesen Systemen ist immer so, die sollen den Assistenz, also eine Hilfe darstellen. Aber es muss in dem Sinn auch immer die Möglichkeit geben, dass man das System übersteuern kann. Also letztlich sind wir heute in einer Situation, wo die Verantwortung auch immer noch beim Lenker, bei der Lenkerin liegt. Ja, das Übersteuern geht schon auch immer noch, auch in Deutschland dann ab dem Sommer, aber es bremst zum Beispiel zum Teil sogar leicht, wenn man eben schnell fährt. Und es ist ja schon noch heikel, sich einfach so auf Technik verlassen, wenn man einmal abgelenkt ist. Vielleicht bin ich auch noch etwas am Essen, was auch immer. Das kann dann einen Moment gehen und bei Autogangsgeschwindigkeit vergönnt dann da ein paar Meter, bis ich dann wieder einsatzbereit bin. Oder? Und das sind so, denke ich, die grossen Herausforderungen in dem Thema. Es nimmt mich Wunder, wie ihr zu so Fahrassistenten steht. Super gut oder ein völliger Seich? Sagen wir schnell eure Meinung per WhatsApp-Sprachnachricht 0799 140 140 0799 140 140. Die Argovia Morgenshow mit der CarTastic AG. Euer Partner für alle Automarken. CarTastic, das Kirchdorf bei Baden. We are the